Hallo Hedwig-Bollhagen-Gymnasium, willkommen im Sommer, willkommen in den Ferien und willkommen zur letzten Bollhagen-Times-TV-Folge dieses Schuljahres. In der Tat neigt sich die erste Staffel eures Schulfernsehens nun dem Ende zu. Aber wir haben noch ein Staffelfinale der Extraklasse für euch vorbereitet und hoffen, uns einen würdigen Abschied in die Sommerpause zu verschaffen. Los geht es mit aktuellen Events unserer Schule. Den Anfang macht die Begrüßung der neuen siebten Klassen und worauf sich diese am meisten am HBG freuen. Hallo, wir sind Lea und Ole. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Auch wir wurden im letzten Jahr von den damaligen Sieben begrüßt und so haben auch wir keine Mühen und Anstrengungen gescheut, um euch dementsprechend zu begrüßen. Nun seid ihr an der neuen Schule angekommen und wir haben euch herzlich aufgenommen. Wir wissen, wie es euch gerade geht, denn das alles haben wir selbst erlebt. Sollte die Schule mal anstrengend sein, seid ihr zum Glück nicht allein. Viele Schüler, Partner und Lehrer sind nicht fern, sie helfen euch gern. Davor müsst ihr euch nicht scheuen, ihr werdet es nicht bereuen. Die Freunde von Wilhelm Busch. Zwei Knaben, Fritz und Ferdinand, die gingen immer Hand in Hand. Und selbst in einer Herzensfrage traf ihre Einigkeit zutage. Sie liebten beide Nachbars Käthchen, ein blond gelocktes kleines Mädchen. Einst sagte die verschmutzte Dirne, wer holt mir eine Sommerbirne? Recht saftig, aber nicht zu klein. Hernach soll er der Beste sein. Der Fritz nahm seinen Freund beiseite und sprach, das machen wir zu zweit. Da drüben wohnt der alte Schramm, der hat den schönsten Birnenstamm. Du steigst hinauf und Schulz sagt, ich lese auf und gebe auf. Welcome to Osh. Isn't it a lovely day? Lovely day. I have no time for other nonsense. Get me a hammer. Sorry? Get me a hammer, quickly. Sorry? What's the matter with you? Did you forget to clean it yes this morning? I said get me a hammer, right now. I heard you mention, but I simply forgot to check the magic word. Magic word? What word are you talking about? She heard you the first time, but I said you are forgetting the magic word. Magic word? What word are you talking about? Seitdem weiß Franzi, dass viele französische Wörter gleich klingen, aber eine andere Bedeutung. Das
Et? Stüssel. Auf was freut ihr euch an eurer neuen Schule am meisten? Also am meisten freuen wir uns auf die neuen Leute, die wir kennenlernen und auf die neue Sprache, die wir lernen können. Auf die neuen Lehrer. Auf die neuen Mitschüler. Nein, oder? Und es sind noch welche. Oh mein Gott. Ich wette, die haben jetzt alle Angst vor uns, wenn sie eingeschult werden. Ey, sag mal! Was sagen Sie zu dem? Egal. Ich freue mich am meisten auf die Schüler. Die neuen Schüler aus der Klasse und nicht auf den Unterricht. Also, halt neue Freunde zu finden und so und halt. Ja, für den Unterricht alles so, also neue Sachen halt zu lernen und ja. Ich freue mich auch, also neue Freundinnen kennenzulernen und dann also eine neue Klassengemeinschaft zu haben. Und um nun einen krassen Gegensatz zu schaffen, kommen nun ein paar Abschiedsworte der Abiturienten. Denn die hatten ihren Abiball wenige Tage zuvor. Bevor jetzt wieder die Tränen fließen, wechseln wir lieber im Laufschritt das Thema. Und damit sind wir quasi auch schon direkt in der Materie.
Das Beachboardfest des HBG fand nämlich schon zum zweiten Mal statt. Und wie heiß es an diesem Tag wortwörtlich herging, seht ihr jetzt. Sommer, Sonne, Spiel, Spaß und Sport. Das alles hatte das Beachfest des HBGs am Bernsteinsee dieses Jahr wieder mal zu bieten. Zum zweiten Mal schon hechteten Hunderte von Schülern durch die Hitze, stürzten sich in den Sand und teilweise auch ins Wasser. Neben Beachvolleyball, der Strandsportart schlechthin, standen unter anderem auch Beachfußball, Handball und sogar Basketball auf dem Programm. Wer zwischendurch Hunger und Durst bekam, konnte sich mit ausreichend Bratwürsten, Steaks, Kuchen und Limonade am Verkaufsstand der 11. Klassen stärken. Nach der Siegerehrung lud der Strand des Bernsteinsees viele Schüler ein, um noch einige Stunden am See zu verweilen und die Ferien einzuleiten. Und bei so viel positivem Feedback kann man doch nur hoffen, dass das Beachfest im nächsten Jahr wieder ein voller Erfolg wird. Zum Schuljahresende gehören natürlich nicht nur Ferien und Partys, sondern auch Zeugnisse. Und wie die Giftblattvergabe am HBG dieses Jahr aussah, seht ihr jetzt. Für den einen bedeuten sie eine Belohnung am Schuljahresende, für den anderen vielleicht eher eine Plage. Zeugnisse. Wie jedes Halbjahr fand auch dieses Mal im Lichthof in der Pause vor der Zeugnisvergabe eine Honorierung besonderer schulischer Errungenschaften statt. Neben zahlreichen sportlichen, naturwissenschaftlichen, fremdsprachlichen und kreativen Leistungen wurden auch die leistungsstärksten Schüler der Jahrgänge 7 bis 11 mit kleinen Präsenten und Urkunden geehrt. Aus der 7. Klasse betrifft dies Ole Arnold und Johanna Marie Denk, aus der 8. Tim Daniel, aus der 9. Jahrgangsstufe Miriam Goldack, aus der 10. Klasse Fidelia Teichert und aus Klasse 11 Luisa Olszewski. Während sich manche Schüler vielleicht darüber freuen, ihr Zeugnis nun endlich in den Händen zu halten, ist der ein oder andere wahrscheinlich auch ganz froh, dass es die nächsten Zeugnisse erst wieder im Februar geben wird. Und Jared, wie sah dein Zeugnis aus? Ja, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Aber schaltet jetzt noch nicht euer Handy, euer PC oder Tablet oder was auch immer ab, denn wir haben noch einen zweiten Teil dieser Folge für euch vorbereitet. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung, dann sehen wir uns gleich wieder. Bollhagen Times TV. Für euch, für sie, für uns.